fragen, was hast du gesagt? Hast du gesagt, das fällt jetzt alles weg. Also kann ja meine Lebensgefährten auch sagen. Also ich muss sagen, das funktioniert richtig gut. Also ich bin richtig happy. Das glaube ich. Ja. Das sind sie wohl, die kleinen Wunder, die die moderne Medizin von heute vollbringen kann. Fast taub kann Richard Ritz nach langer Zeit endlich wieder hören. Möglich machte das eine besondere Therapie, die wir Ihnen heute im Klinikjournal vorstellen werden. Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich. Vielen Dank fürs Einschalten. Und hier zunächst unsere Themen im Überblick. Was passiert in unserem Ohr, damit wir überhaupt Geräusche wahrnehmen können? Was Hören ausmacht, die bewegende Geschichte von Richard Ritz. Und wir stellen eine moderne Therapiemöglichkeit vor, mit der Menschen wieder hören lernen können. Das Sehen, das Schmecken, das Tasten, das Riechen und eben auch das Hören machen es möglich, die Umwelt um uns herum wahrzunehmen. Und was im menschlichen Ohr passiert, damit wir unsere Umwelt eben akustisch wahrnehmen können, das zeigt unser erster Beitrag. Alle Tonereignisse senden Schallwellen aus. Tiefe Töne, lange Wellen. Hohe Töne, kurze Wellen. Im Frequenzbereich zwischen 20 und 20.000 Hertz kann das gesunde Ohr kleinste Veränderungen der Tonhöhe wahrnehmen. Die Ohrmuschel hat die Form eines Trichters, so können die Schallwellen entlang des Gehörgangs direkt in das Mittelohr geleitet werden. Durch die verschiedenen Windungen im Ohr werden Schallwellen gebündelt und teilweise schon verstärkt. Am Ende des Gehörgangs trifft der Schall auf das Trommelfell. Es wird in Schwingung versetzt und regt die Gehörknöchelchen zum Mitschwingen an. Direkt am Trommelfell verwachsen ist der Hammer. Er nimmt die Bewegung des Trommelfells auf und leitet sie an die beiden anderen Knöchelchen weiter, bis hin zur Fußplatte des Steigbügels. Vereinfacht gesagt, schlägt der Hammer den Amboss zum Steigbügel. Von hier aus gelangen die Schallwellen in das eigentliche Hörorgan der etwa erbsengroßen Schnecke. Hier wird Lymphflüssigkeit in Bewegung gesetzt. Sie reizt tausende von kleinen Haarsinneszellen und setzt diese ebenfalls in Bewegung. Die kleinen Sinneszellen sind hier nach den verschiedenen Tonhöhen angeordnet. Direkt hinter dem Mittelohr werden zum Beispiel hohe Töne aufgenommen, ganz hinten die sehr tiefen Basstöne. Im Fuß der Sinneshärchen werden beim Mitschwingen Botenstoffe freigesetzt, die direkt in den dahinter befindlichen Hörnerv gelangen. Hier wird ein elektrischer Impuls ausgelöst, der wiederum zum Gehirn weitergeleitet wird. Verschiedene weitere Prozesse sorgen dann für eine individuelle Wahrnehmung von Geräuschen und Tönen. Treten Schädigungen oder Krankheiten verschiedenster Art im menschlichen Ohr auf, kann das dazu führen, dass der Hörsinn nachlässt oder gar ganz versiegt. Der Mensch wird taub und was das für einen Menschen bedeutet, zeigt die Geschichte von Richard Ritz. Heute wieder Straßenlärm oder auch die Vögel im Park wahrnehmen zu können, ist für Richard Ritz wie ein kleines Wunder. Bis Ende Oktober 2014 war der 56-Jährige fast taub. Ein plötzlicher Sinnesverlust ohne Vorankündigung. Der kam ganz plötzlich, von heute auf morgen. Immer habe ich dann nicht mehr gehört und da habe ich richtig Angst bekommen. Da habe ich zu meiner Anke gesagt, du Anke, mach was du willst, ich muss unbedingt nach Nauen zu der Dr. Straßburg. Da sind wir halt angerufen, er hat gesagt, sofort kommen. Da hat er mit mir auch jeden Tag für immer so eine halbe Stunde Inflation gemacht. Wurde ohne Schiebhaus, hat er sofort nach Brandenburg musste ich fahren. Da habe ich schon richtig Schiss gehabt. Da kam es richtig raus, dass ich nie wieder was hören werde auf diese Seite, auf der rechten Seite. Also da kriege ich schon ganz schön am Boden erknickt. Arbeiten konnte ich auch nicht mehr gehen. Da bin ich jetzt praktisch ein Jahr hier zu Hause. All das sind Folgen eines Hörsturzes, die Richard Ritz im März 2014 erlitten hat. Hörsturze erleiden viele Menschen und Hörsturze sind nach wie vor in den meisten Fällen noch nicht wieder heilbar mit keinem Medikament. Doch für Menschen mit Hörverlust wie Richard Ritz gibt es Hoffnung. Eine Alternative bilden Operationen. Ende 2014 wurde der Rhinohr im Klinikum in Brandenburg an der Havel operiert. Ein Implantat in der Gehörschnecke sorgt dafür, dass er heute wieder hören kann. Für ihn ein überwältigendes Gefühl. Oh, will ich sagen, als wenn ich neu geboren wurde, also war ein richtig schönes Gefühl gewesen. Vor allen Dingen, man muss immer nicht fragen, was hast du gesagt? Hast du gesagt, das fällt jetzt alles weg. Also kann ja meine Lebensgefährten auch sagen. Also ich muss sagen, das funktioniert richtig gut.
Also ich bin richtig happy. Ja. Ein sicherlich schönes Gefühl für Richard Ritz, das man durchaus auch nachvollziehen kann, wenn man nicht betroffen ist. Die Therapieform, mit der Richard Ritz behandelt wurde, nennt sich Cochlear Implant. Dabei wird im Ohr eine Art Innenohrprothese eingesetzt, die fast tauben und schwerhörigen Menschen das Hören wieder zurückbringen kann. Eine Cochlea-Implantation ist eine Behandlung, die sonst nur an großen Unikliniken vorgenommen wird. Für erfahrene HNO-Chirurgen wie Dr. Birgit Ditscheneit-Santop ist das aber heute eine Standardoperation. Sinn macht sie nur bei Patienten, in denen die Haarzellen geschädigt sind, also diese nicht mehr reagieren, im eigentlichen Sinne taub sind, wo aber der Hörnerv noch intakt ist. Wenn der Hörnerv geschädigt ist, dann kann so ein Cochlea-Implant nicht mehr implantiert werden. Ein Cochlea-Implantsystem besteht aus zwei Teilen: einem externen Part mit Mikrofon, einem digitalen Sprachprozessor, einer Sendespule mit Magnet und dem eigentlichen Implantat, das sich aus einem weiteren Magneten, einer Empfangsspule, dem Stimulator und dem Elektrodenträger mit den Stimulationselektroden zusammensetzt. Eine Therapie, die aber erst dann Anwendung findet, wenn normale Hörgeräte keine spürbare Verbesserung bringen. Nämlich wenn der Patient 30% nur bei 65 Dezibel hört, dann sind Hörgeräte eigentlich nicht mehr so wertvoll für ihn. Dann bildet die Cochlea-Implant-Therapie eine Chance für die Patienten. Die Operation erfolgt unter Vollnarkose. Bei der Operation wird der interne Teil des Systems hinter dem Ohr unter der Haut implantiert. Da wird erstmal ein Schnitt gemacht hinter dem Ohr. Dann wird der Knochen hinter dem Ohr dargestellt. Dieser ausgefräst. Wir haben also eine Fräse, wo man dann bis auf das Mittelohr zugeht, dieses von hinten öffnet. Und dann, so machen wir das, das runde Fenster darstellt. Das runde Fenster ist der Eintritt vom Mittelohr in das Innenohr. Und über dieses fädeln wir dann die Elektrode in das Innenohr hinein. Und dann wird das Ohr wieder zugemacht. Noch während der Operation wird mit Spezialgeräten die Funktion des Implantats getestet. Nach der Operation ist das Implantat von außen nicht sichtbar. Erst wenn die Naht verheilt und die Schwellung zurückgegangen ist, dann erfolgt der zweite Part der Therapie. CI Cochlear Implant, eine wirksame Methode, die bereits in den 60ern entwickelt und über die Jahre perfektioniert wurde. Heute gibt es weltweit rund 300.000 CI-Träger und davon etwa 30.000 in Deutschland. Über Risiken und Chancen der Cochlear Implant-Therapie habe ich auch noch einmal mit der Chefärztin gesprochen. Frau Dr. Ditscheneit-Santop, wir haben im Beitrag eben bereits kurz angerissen, dass die Cochlea-Implant-Methode eine Therapie ist, wo Menschen wieder hören können, schwerkranke oder schwerhörige, taube Menschen. Ist es wirklich möglich, dass sie wieder komplett hören können mit dieser Therapie? Das kann man. Es ist so, dass diese Indikation für ein Cochlea-Implant gegeben ist für beidseitig ertaubte Menschen, aber auch jetzt seit neuestem bei einseitig ertaubten Menschen und natürlich Kindern, die taub geboren werden. Das sind eigentlich die Menschen, die von diesem Cochlea-Implant profitieren. Das heißt also, man hat wirklich angefangen bei Menschen, die auf beiden Seiten taub sind. Richtig. Aber der Indikationsbereich für die Implantation hat sich sukzessive vergrößert. Man geht heute davon aus, dass in Deutschland so circa 8 Millionen Patienten an Schwerhörigkeit leiden und ein kleiner Teil davon natürlich gar nichts mehr hört. Das sind so etwa 1000 Patienten jedes Jahr. Und denen wollen wir hier auch in Brandenburg helfen können. Wie sehen so die Erfolgschancen aus bei dieser OP, bei dieser Therapie? Da muss man ganz klar sagen, 95% derjenigen, die mit einem Cochlea-Implant versorgt worden sind, profitieren davon und können wieder sehr gut hören. Was ist mit den Patienten, die nicht wieder gut hören können? Was gibt es da andere Möglichkeiten darüber hinaus? Also wenn Sie mit diesem Cochlea-Implant nicht zurechtkommen, dann kann man versuchen, nochmal ein anderes Gerät vielleicht einzubauen. Ansonsten können diese Patienten dann nicht mehr davon profitieren. Mhm.
Voraussetzung natürlich, das muss man immer sagen, für die Implantation ist, dass der Hörnerv noch aktiviert ist, dass er gesund ist. Wenn dieser nämlich nicht mehr gesund ist, muss man ein Hirnstammimplantat implantieren. Aber diese Methode ist weltweit erst 30 Mal eingesetzt worden. Das ist dann schon was ganz Spezielles. Sprechen wir noch mal ganz kurz über Risiken. Jede OP hat natürlich Risiken. Wie sehen die bei dieser Therapie aus? Die Risiken sind so, dass wir uns hier in einem mikrochirurgischen Bereich bewegen. Wie ich Ihnen schon im Vorfeld sagte, dieses Cochlea-Implant wird ja eingepflanzt in die Schnecke. Und da befinden sich einige wichtige Strukturen, wie zum Beispiel das Gleichgewichtsorgan oder der Gesichtsnerv in der Nähe. Und diese können theoretisch verletzt werden. Damit diese Gefahr eingedämmt wird, arbeiten wir mit einem Neuromonitoring. Das heißt, während der Operation schlägt das Gerät Alarm, dass wir uns in der Nähe des Nerven bewegen. Aber es ist auch so, das muss ich Ihnen sagen, ich operiere seit 25 Jahren Ohren und da weiß man schon sehr genau, wo sich die Strukturen auch anatomisch befinden. Im Gespräch war Dr. Birgi Tichonait-Santop, Chefärztin der Klinik für HNO, Gesichts- und Halschirurgie am Städtischen Klinikum in Brandenburg an der Havel. Mit der Implantation einer Innenohrprothese kann der Patient zwar nach dem Anbringen der Außeneinheit sofort wieder einzelne Geräusche wahrnehmen, je nach Schwere und Länge der Schwerhörigkeit gilt es jetzt aber dem Patienten wieder das Hören und gegebenenfalls auch das Sprechen beizubringen. Die Nachsorge für Cochlea-Implantpatienten findet kurze Zeit nach der OP in der HNO-Ambulanz des Städtischen Klinikums statt. Der Patient ist immer in enger Verbindung natürlich zum Haus, aber auch zum Hörgeräteakustiker. Dann werden die Fäden gezogen nach einer Woche und letztendlich nach 2 bis 3 Wochen entfernen wir den Schwamm und die Folie, der sich noch im Ohr befindet. Und nach 4 Wochen, dann wird das erste Mal das Gerät eingeschaltet. Und das sind auch die Momente, die eben für beide Seiten selten ohne Emotionen verlaufen. Also wenn ein Patient sagt, ich könnte euch alle drücken, da laufen einem auch die Tränen. Ja. Nach und nach muss das Gerät jetzt feinjustiert und auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten angepasst werden. Dafür muss Richard Ritz regelmäßig ins Hörtherapiezentrum nach Potsdam. Ab Januar muss ich jede Woche einmal hin und dann muss ich einmal zu die Technik hin. Die machen die eine Stunde bei der Technik, da die Töne immer so überprüfen, wie sie sind. Und dann muss ich zu die andere Frau hin, die macht mit mir das Sprachen dann, also das Sprechen. Muss ich immer daher sprechen, die sagt mir was vor, viele so eine Reimwörter, was schwierig ist. Und das muss ich erlernen. Und da hat sie mir gleich gesagt, ja, sie ist sehr zufrieden, wie mir jetzt funktioniert. Sie sagt, bei den meisten dauert es so ein Jahr, hat sie mir gesagt, ja, aber ich muss sagen, wenn ich beide aufhöre, ja, brauchte ich gar nicht mehr hingehen. Also ich höre richtig gut. Also muss ich ehrlich sagen. Voller Euphorie und mit einer guten Genesungschance steht Richard Ritz wieder voll im Leben. Gut ein Jahr lang wird er noch begleitend therapiert werden. Aber dank neuem Hören hat Richard Ritz die Zukunft voll im Blick. Er will wieder zurück in seinen alten Beruf als Fernfahrer. Je nach Schwere und Länge lassen sich mit dieser Methode recht gute Ergebnisse erzielen. Aber auch hier gilt wieder, merken die Patienten, dass sich ihr Hörvermögen verschlechtert, sollte so früh wie möglich ein Arzt hinzugezogen werden. Umso größer sind am Ende auch die Heilungschancen. Wir sind am Ende einer, wie ich finde, recht interessanten Reise durch das menschliche Ohr. Ich bedanke mich fürs Einschalten und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Klinikjournal. Tschüss.